Hallo, ich bin der Günther Schweiger, bin seit 30 Jahren bei der Salzburg AG, beim OBUS und bin seit 17 Jahren in der Fahrbereitschaft. Günther, bist du Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. Was brauchst du vor Arbeitsbeginn? Ein Kaffee und ein gutes Frühstück. Was bringt dich bei der Arbeit zum Lachen? Ja, das beginnt bei Kollegen oder bei gewissen Situationen im Vorgastraum, die was man einfach mal so nebenbei einfach mitkriegt. Worin bist du richtig gut? In Erfassen von Aufträgen und schnellen Entscheidungen. Wer ist dein liebster Fahrgast? Der mir eigentlich genauso gegenübertritt, wie ich ihm gegenübertrete. In der Fahrbereitschaft erledigt Günther wichtige Aufgaben für alle Obuslenkerinnen und Lenker. Ich rüste das Fahrzeug auf, sodass er unter Strom steht, dass er den Betriebsdruck hat und sollten kleine Störungen sein, die behebe ich auch gleich in der Früh. Sind die Fahrzeuge für die Lenkerinnen und Lenker vorbereitet, schaut Günther am Fahr- bzw. Dienstplan, welchem Bus er zugeteilt ist. Obuslenkerinnen und Lenker werden bei der Salzburg AG das ganze Jahr über eingestellt. Bei uns ist es auch so, man kann über uns den Führerschein erwerben, falls jemand die Berechtigung Führerscheinklasse D noch nicht hat. Was ist das Feine an unserem Beruf? Für mich persönlich ist es ein Multifunktionsjob. Es ist nicht nur das Fahren, man muss auch mit den Fahrgästen umgehen können. Es gehört der Tarif dazu und viele Sachen, mit denen man einfach im alltäglichen Verkehrswesen umgehen muss. Bevor es mit dem Obus losgeht, erfolgt erst noch ein wichtiger Innen- und Außencheck. Die Herausforderung an meinem Job ist eigentlich der, dass ich eigentlich nie weiß, was in den nächsten Sekunden passiert. Also von 0 auf 100 in ein paar Sekunden. Das macht mir Spaß, ja. Das macht mir Spaß. Spaß macht ihm auch das Fahren mit einem der größten Fahrzeuge in der Mozartstadt, einem Ort, an dem andere Urlaub machen. Aber was soll Mann oder Frau für diesen Job eigentlich mitbringen? Ja, mal so eine Sache, ein bisschen eine Fähigkeit, um mit dem langen Obus, den wir hinter uns sehen, umgehen zu können. Das ist nicht immer so einfach. Noch wichtiger ist auch, man muss mit den Leuten können. Wenn man heute von Anfang an mit den Personen nicht so kann, wird es schwierig. Wenn man ein offener Mensch mit den Fahrgästen kann, wird es natürlich umso leichter. Teamgeist sollte haben und lernfähig und immer bereit für etwas Neues. Wenn Sie sich für einen Job als Obuslenkerin oder Obuslenker interessieren, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin.